Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Ja, normalerweise hüten Unternehmen ihre Patente wie ihren Augapfel und lassen bestimmt nicht die Konkurrenz mal eben einen Blick darauf werfen. Was steckt also dahinter, wenn ein Unternehmen das mal völlig anders macht? So zum Beispiel der Elektroautobauer Tesla. Was steckt dahinter? Wie ist Tesla aufgestellt? Was heißt das alles für Anleger? Zu dem Thema begrüße ich jetzt ganz herzlich bei mir im Studio Heiko Geiger von Tobel. Hallo, Frau Kelbe. Herr Geiger, ich habe es gerade schon angesprochen. Tesla hat was Ungewöhnliches getan, nämlich man legt seine Patente offen, verspricht sich ja anscheinend einiges davon. Man möchte ja gleichzeitig auch ein bisschen weg von der reinen Produktion von Elektroautos hin, eher so zum Batterieproduzenten. Verspricht man sich davon mehr und was hat das jetzt mit den Patenten zu tun? Na gut, es ist eine Diversifikation und die Batteriefabrik, wo 3 bis 4 Milliarden US-Dollar Investitionsvolumen dahinter stecken, die Ende dieses Jahres ja noch kommen soll, möchte man die Akkupreise um bis zu 30% reduzieren. Und das ist natürlich auch ein gewisser Druck auf die Industrie. Denn auf der einen Seite mache ich natürlich durch die Offenlegung der Patente es möglich, dass auch meine Konkurrenz meine Patente nutzen kann und erhöht damit natürlich den Druck, mehr Elektroautos zu verkaufen und damit natürlich auch auf politischer Seite und in der Bevölkerung für eine höhere Akzeptanz von Elektroautos zu sorgen. Und auf der anderen Seite dadurch, dass ich natürlich in diesen Batteriebetrieb einsteige, habe ich natürlich auch letztendlich einen viel größeren Markt. Denn ich habe nicht nur die PKWs, wenn wir mal weiterdenken, an Busse, an LKWs, aber auch diverse elektrogetriebene Werkzeuge. Und nicht zu vergessen natürlich die Rechenzentren, wo sehr viel Stromverbrauch da ist, habe ich natürlich einen viel größeren Markt, als wenn ich mich nur auf die PKWs fokussiere. Und das ist quasi der Plan, der dahinter steckt. Was würden Sie sagen, dürfte der aufgehen, könnte der aufgehen? Nun, was sich natürlich gezeigt hat, ist, dass Elon Musk, also der Chef von Tesla, schon ein Visionär ist. Aber letztendlich, was er natürlich geschafft hat, ist für eine sehr hohe Akzeptanz von Elektroautos zu sorgen. Er hat natürlich auch durchgesetzt, dass die Konkurrenz im Bereich der Elektroautos mitgezogen ist, wenn wir allein an die aktuelle Initiative von BMW denken. Und dass das Ganze natürlich auch zu einer gewissen Diversifikation führt. Elon Musk hat ja mit Sportwagen angefangen, hat gesehen, der Markt ist viel zu klein, es funktioniert nicht so recht und ist jetzt auf eine Limousine umgestiegen. Und die, muss man ja schon sagen, verkauft sich im Moment wie geschnitten Brot. Insofern hat er natürlich Tür und Tor für die Elektroautoindustrie geöffnet. Und das kann man letztendlich natürlich auch an der Entwicklung der Aktie in den letzten Monaten und Jahren ganz schön ablesen. Schauen wir uns den Chart direkt mal an. Sie haben es schon gesagt, man kann da einiges dran ablesen. An der Börse sind Visionen ja auch gefragt. Allerdings sieht man beim einen oder anderen Rücksetzer jetzt so in der letzten Zeit, hat sich da dann das Visionspotenzial so ein bisschen abgeschwächt? Hat man gesagt, okay, jetzt schauen wir erstmal, ob dann tatsächlich die Realisierung damit auch Schritt hält oder was steckt hinter den Rücksetzern und sind die dann quasi schon wieder gute Einstiegsgelegenheiten? Also wie viel Luft ist da auch noch nach oben? Na gut, wenn man sich mal anschaut, wo die Aktie hingelaufen ist, wir waren bei einem All-Time-High von 265 US-Dollar im März diesen Jahres. Haben wir inzwischen jetzt ein bisschen korrigiert. Man sieht natürlich hier auch sehr schön den Rücksetzer hier im März, der letztendlich die gesamte Technologiebranche getroffen hat. Und hier sieht man natürlich auch sehr schön, wie sensitiv die Tesla-Aktie eben an der Nasdaq dranhängt. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahlen anschaut, 2012 hatten wir noch einen Umsatz von über 400 Millionen. 2013 waren wir schon im Bereich von 2 Milliarden und für 2025 wird von Goldman Sachs geschätzt 3,5 Milliarden. Demgegenüber so ein Aktienkurs führt derzeit zu einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von knapp 200. Das ist natürlich schon für den einen oder anderen eher so eine Achtung-Überbewertung-Geschichte. Aber wenn man sich die Erwartungen der Analysten anschaut, was das 12-Monats-Kursziel anbelangt, da liegen die momentan bei 230 US-Dollar. Und auf Sicht von 12 Monaten, wenn wir schauen, wo die Aktie heute steht, natürlich nicht mehr allzu viel Luft nach oben. Also nicht viel Luft. Da stellt sich die Frage, wieso sollte man sich die Titel überhaupt anschauen? Sie haben uns heute aber eine Möglichkeit mitgebracht, wie man das Ganze anschauen kann, aber nicht direkt auf die Aktie setzt, sondern auf eine Protect-Aktienanleihe auf die Aktie wiederum. Was steckt dahinter? In welchem Fall läuft es gut für mich, in welchem eher nicht so? Genau, wenn man den Ausblick der Analysten anschaut, dann haben wir derzeit 5 Kaufempfehlungen, 8 halten und 3, die die Aktie auf Verkaufen setzen. Also doch eher im Großen und Ganzen ein positiver Ausblick. Warum die Protect-Aktienanleihe? Wie der Name schon sagt, ich habe neben meiner sicheren Couponzahlung von 9,5%
aufs Jahr betrachtet, was natürlich doch ein sehr stattlicher Coupon ist im Moment, gerade bei dieser Tiefzins- und tiefen Volatilitätsphase und gleichzeitig eben eine Barriere, die im Bereich von 60-70% fixiert wird. Am Ende der Zeichnungsfrist, das Produkt ist noch bis Ende dieses Monats in Zeichnung. Das heißt, wenn ich mit der Aktie diese 9,5% generieren möchte, dann muss die Aktie so um schätzungsweise $21 noch zulegen und damit legen wir natürlich deutlich über dem 12-Monats-Kursziel. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine stattliche Renditechance mit diesen 9,5% Coupon und gleichzeitig eben noch diesen Abstand zur Barriere, der wahrscheinlich im Bereich von zwischen 60-70% liegen wird, also zusätzlich noch ein Puffer nach unten, den eben der klassische Aktionär nicht hat, denn der ist halt eben linear dem Aktienrisiko ausgesetzt. Also wir haben einen Puffer nach unten, das habe ich jetzt schon bemerkt, aber was passiert, wenn der trotzdem gerissen wird? Also sprich, jetzt sind wir schon am Schluss, wo liegen auch die Risiken, was passiert, wenn es schief geht? Nun sollte die Barriere berührt werden und hier die Tesla-Aktie zum Laufzeitende eben unterhalb des Basispreises, dann wird die Aktie eben in Cash getilgt. Das ist eine US-Aktie, die auch entsprechend hier in Quanto Euro abgesichert ist. Das heißt, Währungsschwankungen kann man hier ausschließen. Es gibt kein Währungsrisiko, aber eben es würde dann bar getilgt werden, dieses Produkt. Und dann hätte letztendlich der Anleger einen kaufmännischen Verlust zu tragen. Also Verluste sind möglich, aber wir haben auch die Chancen quasi des Produkts gerade schon gehört. Herr Geiger, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Sehr gern, Frau Gräbe. Liebe Zuschauer, also wir haben es gerade gehört, Tesla geht mal ein bisschen einen anderen Weg, legt mal eben seine Patente offen. Was man sich davon verspricht, haben wir gerade schon mal kurz gehört und was man sich von dem Produkt versprechen kann, ebenfalls aber die Risiken natürlich auch im Auge behalten. Und die ganze Sendung können Sie natürlich auch jederzeit nochmal im Auge behalten, und zwar unter www.derf.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.